Ich habe mir die Bilder gerade auf IBB angeguckt gehabt. Nach meinen Erkenntnissen oder in meinen Augen eine zu harte Entscheidung gegen den Matteo Triani, der sich da den Ball nehmen will und sich dann, weil der Plato ihn festhält, loslösen will. Da werden wir ja eher bestraft als der Gegner mit der roten Karte und der Gegner mit der gelben Karte. Und da erwartet man einfach als Trainer, glaube ich, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Man kann dem Matteo Triani jetzt da nicht vorhalten, dass er den Plato mit Absicht geschlagen hat und schlagen wollte, sondern er hat sich da gelöst oder wollte sich lösen. Und in dem Moment hält er auch den fest. Also natürlich für uns unglücklich. Ja, trotz all dem muss man dann halt auch unseren Spielern vielleicht einen kleinen Vorwurf machen und sagen, verhalte dich einfach nicht so, geh da weg. Das sind, glaube ich, auch Lernprozesse für diese Spieler. Für uns mit Sicherheit sehr unglücklich, weil ich glaube, da wäre noch mal was möglich gewesen. Am Ende müssen wir es so hinnehmen.